So, willkommen zu Doom Eternal Map 10. Ja. Diesmal ist auch wieder kein Browser offen, das heißt, nichts saugt unsere Rechenleistung wie ein Staubsauger. Sicher. So. Refueling Base. Refuel Base. Rela Fuller Base. Oh, kryptische Texte. Joak. Das könnte das Base. Base. Tatin. Oh Gott. Ich will. Wer schreibt denn so eine Scheiße? Alter, wird so von allen Seiten beschossen. Das war. Och, Alter. Oh, nee. Klar, er hat außerdem. Leck mich. Hallo? Enter. Okay. Besser versucht. Schon wieder so eine Map, wo der gleich von Anfang an Predictor-Boxer wird. Oh, easy! No problemo! Problem jetzt hier die Kakodiemen! Da sind sie ja schon! Hallihallöchen! Boom Headshot! Boom Headshot! Immer schön in Bewegung bleiben bei den Viechern! Sonst zerfickt die ein! Wow! Wow, 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 wow! Scheiße! Mann, dieser scheiß Shotgunner, der hat mich gerade zwei abgelenkt hier. Weg da. Und ja, ich habe gerade gemerkt, dass ich wieder aus Versehen hier Clips aufgenommen habe. Scheiße. Oh, komm, jetzt hier. Bam, Headshot. Killing Queen, alle weg. Sehr schön. Danke. Okay. Beruhigen? Und speichern. Ja. What the fuck? What the fuck? Ach so, da oben. Oder kann der. Können die hier so als Sentry-Gun rumschießen, auch Türen aufmachen. Das wäre ganz schön noch verfahren. Holy moly. Ach, da hinten. Ja. Ja, bald. So, da müsste auch noch einer sein. Moment, wo kommen wir wieder raus? Ja, lol. Okay, man darf also nicht ins Wasser fallen. Ach, leck mich doch. Hallihallö. Hallöchen. Wow. Ich schieße ja. Okay, komm jetzt hier. Mann gegen Mann. Oh, Alter. Diese Halbtoten, die mir bei ihm fast umgesagt. Oh, ich habe eine erhöhte Position. Oh, Alter, wie viele denn noch? Wo der? Ach, hinten.
Ja. Ich wollte drüber springen, ist aber doch ein bisschen zu weit auseinander. Boah, Alter. Dass er sich nicht mal verstecken kann. Eine 100 Herzen. Nein! Oh, oh. Boah, Alter. Boah. Hä? Oh, ist warm, man kommt hier gar nicht mehr raus. Doch, wir kommen von da, ne? Boah, Alter, nicht schon wieder die ganze Kacke hier. Leckt mich. Gott. Speichern. Ich wollte schon nochmal 20 Mal neu laden. Hallo? Wo denn? Da oben. Jetzt schießen die nicht mehr? Warum schießen die jetzt nicht mehr? T-Lieb gewonnen oder was? Wow. Alter. Ernsthaft? Ein Imp und... Ach noch. Wo bist du denn? Oh, meine Fresse, was ist denn hier los? Das ist schon wieder drin. Oh nein! Arschloch. Das ist wie in dieser einen Map von Extermination Day. Wo man da auch bei dem Schloss beginnt und von allen Seiten schießen die einen, auf einen. Falls ich Herr Shotgunner. Kannst du dich einfach mal sterben? Hä? Ach, ich muss wieder. Alle weg? Alle weg. Gut. Okay. Jetzt ist noch einer. Oh, oh. Ma? Na los, hoch mit dir. Zack, zack. Was? Von wo denn schon wieder? Okay, erstmal alles im Blick behalten. Und es tut sich nun sowas. Ich aber ganz kurz. Na, da hinten krabbelt er was rum. Noch weiter. Das wird so angesehen, könnte ich aber auch schon mal besser. Kommt der jetzt hierher oder was? Egal, ich gehe rein. So. Ich können wir gleich mal hier bitte nochmal Munition mitnehmen. Danke. Liegt ja so schön viel rum. So. Oha. Keiner da? Okay, können wir von innen öffnen? Der schon. Was? Wie war was denn? Ah, viel gut. Dieses Wasser hier, ne? Vor allem, du kannst halt von so überhaupt nicht abschätzen, wie tief das Wasser ist. Gut, man hätte hinten jetzt hingucken können. Da sieht man ja die Kante, aber... Oh, hier auch. Überall ist hier Wasser. Kann man hier drum rumlaufen? Gibt es da was Besonderes? Wie Secret? Ah, ja doch. Ein bisschen Munition. Gibt's hier noch was? Ja, ich wirklich.
So, wo schießen die? Ich habe doch gerade Minigunner gehört. Das war hier so ungefähr. Ah, da oben. Auf der anderen Seite auch noch einer? Ja. Symmetrie lebe hoch. Okay. Dann gehen wir mal wieder rein. Okay. Oha. Egal, was ist hier los? Oh, Alter! Oh! Digga! Alter! Oh! Was ist hier los? Oh! Hilfe! Hehe! Ein bisschen was. Hä, von wo denn? Ach, durch die Wand, na klar. Ja, komm, jetzt schieß. Hä? Ach, leck mich, ne. Was soll das denn sein? Ich hab nicht gespeichert, ne? Doch, scheinbar schon. Warte. Achso, ja, da. Wacht, du Arschgeburt. Oh, Alter, Hilfe! Hey, wie wirft ihr noch hier? War doch klar. Oh, daneben. Ach, schieß doch mal. Ich hab gerade einen Kakodemon gehört. Wo ist denn der? Ah, da oben schon wieder welche rum. Ich muss doch viel hoch. Hör mal nicht so. Nein. Warte, ernsthaft. Klar, von beiden Seiten natürlich. Ah, wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Da war doch niemand mehr. Oh Mann, Alter. Also langsam, ne? Ist er schon wieder hier. Oh. Also wieder eine Map, wo ich auf das mal speichern sollte. Hä? He disappeared. Oh, Alter, diese Map, ne? Die macht schon wieder Gaga. Jetzt bin ich hier noch! Hallo? Was ist los mit dieser Map?
Alter, diese Map, die macht mich jetzt schon hier sitzen und gacker. Ja, man fällt hier rein und kommt nicht mehr raus. Die Fallage nehme ich genauso rein. Sobald man an bei der Wand springt, fällt man automatisch rein. Ist doch bescheuert. Ist denn das bitte? Oh. Jetzt ist er wieder weg. Das ist eine lange, lange Map, Leute. Könnt ihr also schon drauf verlassen? Aber die Frage ist, wo ist jetzt dieser Bug überall? Ist er hier jetzt bei allen Winden oder? Ist doch nicht so wirklich reproduzierbar, oder? Doch. Beim Bücken? Also gerade eben was beim Springen, jetzt hier gerade was beim Brücken, beim Ducken. Oder sind das bestimmte Orte, wo man einfach reinfällt, ohne dass man sich bückt oder springt oder so? Nee. Doch. Man fällt auch so rein. Gerade bin ich weder gesprungen, noch habe ich mich gebückt, sondern man fällt doch tatsächlich einfach so rein. Oh wow, Alter. Na, das wird ja heiter. Ich bin nicht raus, Internet. Ach, da oben sind die Krokodile. Hab die Katze gesehen. Noch ein Spektrum? Ja. Na komm, lauf wieder dahin. Arschloch. Okay, mehr nicht. Oh Leute, ey, diese Map, ne? Macht mir schon dezent Gaga. Vor allem auch die Leute hier fallen immer rein. Das ist ja nicht nur, dass ich da reinfalle, sondern meine Kinder fallen ja genauso rein. Und die Frage ist, wenn sie da reinfällt, bevor ich sie töte, können sie noch schießen oder? Hier zum Beispiel der hier. Aber scheinbar kann er mich nicht mehr treffen. Boah, Alter, kann ich nicht mal mit ihm rum. Okay, also treffen kann ich sie durchaus. Also für Speedrunner, die 100% haben wollen, wofür sie alle Gegner erledigen müssen. Ich glaube, für die wäre das hier echt ein Traum. Ah, hier kamen die Viecher. Da wirft mal die Spiele hier. Was kommt jetzt alle her?
Ach, hier hat sich was geöffnet. Ist ja. Ist ja nett. Aber ich glaube, mal erkundigen hier ist echt eine gefährliche Sache. Da man hier überall einfach reinfällt. Oh, hier gibt's ja gar nicht mehr. Gut, da gab's also nur für linke Seite was. Die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Gut, ich probiere erstmal, ob hier die Türen offen sind. Sollten ja eigentlich. Ja. Ja, war eine schlechte Idee. Komm einfach mal her. So, die Tür sollte dann auch offen sein. Ja. Hä? Oh. Müsste es ja sowas auf der anderen Seite auch gegeben haben. Ja, ich sehe es schon. What? Ach lol. Ist der Fußzapfen gerade runtergefallen, Alter. Boah, Alter, ich dachte, ich falle da rein. Da gibt's auch noch mal. Ach wow, okay. Ja. Hier gibt's noch mal hier eine Treppe. Okay, ist aber noch nicht alles. Da gibt's noch mehr. Und da gibt's wahrscheinlich noch eine Treppe. Ja. Fahrstuhl? Ah. Okay. So, haben wir alles. Sehr schön. Achso, sah gerade aus, als wenn hier noch was Geheimnis wäre, aber. War wohl nur mein dämlichster Wunsch zu sterben, den ich da gerade verspürt habe. Okay. Was? Ja, mal Junge. Todeswünsche oder was? Wow! Boah, ich dachte, der kommt von links. Ach, der kam auch von links, bei mehrere. Nein, ich bleib. Oh, Alter, was mach ich denn hier? Oh, dieses Hängen bleibt überall. Wow. Hallo? Boah, war doch klar. Komm mal her. Ein großer. So, da kommt auch noch einer. Einfach mal die Klappe halten. Boah. Ja, vom Morgen fernhalten, sonst sink ich hier wieder ein, ne? Kennt man ja. Oder? Okay, hier nicht. Ist aber auch ein kranker Bug. Muss ich mal nachher dann mal gucken, ob das bei Vanilla Doom auch so ist. Ob das. Weil kann ja auch sein, dass es hier an GZ Doom liegt, ne? Ist ja im Bereich des Möglichen. Hä? Ach lol. Das hat jetzt so.
LOL! Mein erster versteckter Key, den ich jemals gefunden habe. Aber das ist mal cool. Oh, Kacke. Ich meine, ich habe mehrere Versteck gefunden, aber ich hatte bisher noch nie ein Versteck gefunden, durch den ich ein Key gefunden habe. Höchstens nicht, dass ich mich erinnern kann. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt einen blauen Skull. Das ist doch auch schon mal was Geiles. Achso, nee, da. Klingt sogar. Achso, da oben wahrscheinlich. Okay. Scheint euch gerade so, als wenn wir noch gar nicht fertig wären hier unten. Aber die Gegner, die wir gerade die ganze Zeit hören, sind da oben alle. Oh ja, ich sehe sie. Hilfe! Wir müssen uns also ein bisschen beeilen. Oh, der ist schon der nächste. Oh Gott. Was wurde da oben? Okay. Wie können wir die am besten erledigen? Da hinten. Von hier aus. Boah, Alter, richtig taktisch hier. Stopp doch! Aber wo kommen die jetzt schon wieder her? Oder dachten die sich hier wieder? Ach, wir teleportieren uns mal ein bisschen rein. So, aus Gewohnheit. Weiß ich, das sind Gänge. Ach ja, klar. Okay, so kommen wir hier rauf. Wollte mich gerade fragen, ob ich von diesen beiden Dingern hier vorne. Also. Hiervon eine von den beiden wieder anklicken muss, damit diese blaue Kugel da runterkommt. Aber nee, man kann hier langlaufen. Das macht die Sache erschreckend einfach. Sorry. Ich wollte nicht deine Gefühle verletzen. Gut, ich lasse die Kugel aber erstmal da. Aber wir wissen ja zumindest, wie wir rankommen. Scheiß Kakodemon. Tja, aber von wo kommen jetzt schon wieder die ganzen Gegner hier? Doch Bullshit. Sehr seltsam. Na gut, lassen wir das. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die andere Tür. Mal gucken, mal, wo uns die hinführen. Da brauchen wir einen roten Skull. War doch klar. Momentchen mal. Ja, eben für. Wir brauchten den blauen Kuss doch sowieso, um hier reinzukommen. Warum wartet ihr denn bei einem Secret? Eigentlich macht man ja sowas, wenn diese Tür hier optional wäre. Oder man muss hier alle Keys durch irgendwelche Secrets finden. Oh Gott, mich fangt Übles. Ja, sag ich doch. In allen diesen Fenstern sind fucking Viecher drin. Oh, Alter! Oh. Erstmal reinlaufen, alle aktivieren und jetzt wieder rauslaufen. Okay. Das wird schon wieder ein Level, ey. Lange spielen wir schon. Gut, eine halbe Stunde. Mache ich eine Pause, also wieder ein Break. Ich weiß nicht. Die Maps werden irgendwie sehr lang, aber die Frage ist, wie viel kommt noch? Ist halt immer etwas, was man nicht so gut heraus. Nee, komm, ich will einfach mal durch. Noch ist sie nicht so lang, dass ich denke, ne? Also in den Fenstern bewegt sich nichts mehr. Doch, doch, doch.
Doktor auf der Seite. Darf man hier nicht rüberspringen? Nee, darf man nicht. Ist bloß hier, da ist auch gar nichts mehr. Okay, wow, das heißt, wir haben hier... Hä? Wofür ist denn darum gedacht? Ach, da gibt es ja noch so kleine Wege. Schau mal an. Von wo denn? Ah, wow. Alter, wie soll man bitte schon bei der Textur hier irgendwelche Feinheiten erkennen? Alter, das ist ja hier echt schon ne? Versteckspiel. Oh, sieht schon nicht schlecht aus. Gibt's hier wenigstens ein Secret oder so? Nee, ne? Gucken wir mal hier rein. Da gibt's noch eine Geheim. Hä? Hier ist doch was. Wenn man da ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass die kleine. Ich glaube mal, auf YouTube sieht man das nie im Leben. Aber von. Von hier. Von da. Also von da. Bis da ist die Linie so leicht dünner. Das heißt also, entweder ist hier noch eine Falle oder noch ein Geheimnis. Leider kann man solche Sachen auf YouTube immer gar nicht erkennen. So, die Frage ist, wie kommen wir auf die andere Seite? Da gibt es nämlich definitiv noch was im Weg. Und dieser Weg, ja, der wird kein leichter sein. Denn dieser Weg, ja, der wird steinisch und schwer. Der kommt doch locker noch auf die andere Seite rauf. Okay, man kann runter. Man kann runterfallen. Moment, ja, habe ich jetzt gerade Schaden bekommen? Ja, ne? Muss ja. So viel das hier ist, kriege ich locker Schaden. Ah, ne, doch nicht. Sehr schön. Damit stellt sich echt die Frage, wo ist da die andere Seite? Wie könnte man darauf kommen? Da hinten ist alles geschlossen. Das heißt, es könnte durchaus möglich sein, dass man da tatsächlich nicht drauf kommt. Aber ich traue dem Ganzen nicht so sehr. Vor allem, wir haben immer noch keinen weiteren Key. Wir müssen noch irgendwie weiterkommen. Muss doch hier irgendwo irgendwas geben, womit wir in der Lage sind, eine weitere Tür zu öffnen. Auf der Seite gibt es außer eine rote Tür. Auf der Seite haben wir schon alles, oder? Ich kontrolliere. Ne, da haben wir noch nicht alles. Da fehlt doch noch die eine Tür, die hier. Achso, ist Wasser. Okay. Never mind. Haben wir hier alles? Dann ist eine gelbe Tür. Ansonsten ist hier auch nichts mehr. Ne. Gibt's da gar nicht. Hab ich hier unten was übersehen? Auch nicht. Okay, Leute, sorry, aber aus Angst, dass die Map schon wieder zu lang wird, halt, werde ich mal gucken, wo die Schlüssel sind und dabei auch natürlich mal die Map aufdecken. Ach, hallo? Nein, noch nicht. Ach ja, stimmt, mit U kann man ja hier sein Magazin entleeren. Okay, also der rote Key liegt doch in der Kathedrale. Ist er behindert. Und der gelbe Key liegt bei der blauen Perle? Ach nee, dahinter. Da wo die Kakodemon rumschwimmt. Ach so, da kommt man von hinten rum lang. Oh Gott. Okay, also die Map wird nicht mehr so lang. Das heißt, es war doch gut, dass wir nicht aufgesplittet haben. Aber wenn ich jetzt nicht hier rauf geguckt hätte, also auf die Map, dann hätte ich das nie gefunden. Weil bei der Kathedrale, da kann man doch gar nicht rüber. Doch, kann man. Man kann mich einfach springen. Spaß.
Nee, aber guck mal da oben hin. Man kann sich da hinfallen lassen. So, und jetzt einfach rüberlaufen. Tada! Ja, darauf müssen wir natürlich erstmal kommen. Oh, jetzt hat sich irgendwas geöffnet. Hey, Moment mal, kommt man überhaupt normalerweise runter? Oh, ist ja gut jetzt. Oh, da ist noch einer. Ja, Hilfe. Ah, nein! Nein, ich check auch schon wieder fest hier. Oh, nie speichern, wenn man gerade im Kampf ist. Oder nie pausieren, wenn man gerade im Kampf ist. Ich hab totale Getür. Moment mal, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ja, das war bevor ich die alle hier umgebracht habe. Oh wow. Das ist jetzt deprimierend. Ey, von hier habe ich, eine schöne Schussposition. Haha, lol. So einfach auf einmal. Oh, ist das noch einer? Ja. Okay, das heißt also von da kommen auch die Kakodiemen nämlich raus. So, dann wollen wir die richtige Waffe hier wählen. Na, kommt. Ah, Nummer 1 kommt. Und Nummer 2. Schießt schon um sich. Sehr schön. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Aber wie gesagt, springen kann man ja normalerweise nicht, ne? Muss man immer im Hinterkopf behalten. So, komm, damit. Hä? So, komm hier. Nee, mit Anlauf kann man. Mal Strafe Running? Ah, okay, mit Strafe Running kommt man rüber. Oh, Alter. Jedes Mal, wenn man hier irgendwas macht, kommt wieder 10.000 neue Gegner. Was ist denn hier los? Schnauze. Boah, Alter, die kommen jetzt von überall hier. Du antraben. Ich dich ficken. Deine Mutter. Pregnant. Okay. So, jetzt haben wir die rote Karte. Alter, auf solche Moves musst du erstmal kommen. Dass du da runter, dass du dich fallen lassen musst, um da reinzukommen in den Bereich mit dem roten Skull. Und vor allem, dass du Strafe Running benutzen musst, um wieder rauszukommen. Okay, das mit dem Strafe Running, das war relativ, ne, konnte man sich relativ schnell herleiten, wenn man diese Taktik kennt. Aber jemand, der diese Taktik nicht kennt, wie soll er da wieder rauskommen? No Clip, ich weiß. Ja, liegt nicht. Okay, nächste Tür. Bin ich mal gespannt. Das Schöne ist, wir können uns hinter verstecken. Hier ist jetzt eine Kante, ne? Hallo! Also ich weiß ja, dass das hier eine Kirche darstellen soll. Also es wirkt zumindest so. Aber welche Kirche hat bitte schon die Decke voller Halogenspots oder LED-Lichter? Die Deckentextur scheint mir irgendwie ein bisschen ungünstig gewählt. Oh ne, nicht wieder, oder? Doch, da sind auch schon wieder Gegner. Aber sie werden nicht auf mich aufmerksam. Hehe! I don't like this! Mal gucken, wie er reagiert. Keiner? Oh, leck mich doch. Stopp doch einfach mal, du! Arsch. Noch. Boah, noch 40% Leben, Alter. So glücklich gibt's die Health Pack. Und das Ganze nochmal. Ach, wow. Diesmal nur 2. Revenants. Ja, komm, trab an, Mädel. So, die nehmen wir uns auch noch mit. Dankeschön. Sind wir echt gleich schon voll mit den Dingern.
Egal. So, danke, danke. Doch, danke. Mal speichern. Alter, die Map gefällt mir echt. Okay, also abgesehen von dem Bug am Anfang, ne, mit der Wand da, also was das soll, keine Ahnung. Ich werde mal dann gleich im Anschluss, wenn wir das Level geschafft haben, mal probieren, ob dieser Bug bei Vanilla Doom auch auftritt. Also auftretet? Auftrettet? Komm her. Hallo! Hallo, Motherfucker! Hallo, Motherfucker! Hallo, Motherfucker! Hallo, Motherfucker! Hallo, Motherfucker! Oh nein. Oh nein, nicht schon wieder Kakodemon. Von wo ihr Pitches habt. Wow. Schieß doch mal. Von wo kommen die Kakodemon? Alter, ich höre die, aber die kommen nicht. Boah, sind viele. Wow, nein, ich häng bleib, ich häng bleib, ich häng bleib, ich häng bleib. Boah, Alter. Wo war hier die Munition? Da. Okay. Ah, da sind wir. Ah, okay, ja, da ist. Wow, okay. Endlich mal Skulpt. Endlich mal Skulpt, die man doch auch so sehen kann. Ohne dass man studiert hat. Ist das ein Teleporter? Ja. Oh, aber an einen Ort, den wir noch nicht brauchen. Nein, nicht speichern. Laden, bitte. Das hätte man ja den ganzen Weg wieder hinrennen müssen. Ich meine, gut, wäre jetzt nicht so weit gewesen, aber wäre trotzdem unnötig gewesen. So, das heißt, wir haben dort Dingsabumster und Dingsabumster. Macht erstmal die Dingsabumster weg. So, jetzt kann ich mich auf die Kakodemon konzentrieren. Ah ja, kommt mal her. I don't like you. Schade, ich dachte, ich krieg gleich beide mit einmal. Wow, Alter. Noch was hier? Ah, Computer Map. Dankeschön. Okay, jetzt nichts mehr. Vor allem Computer Map. Jetzt, wo man bereits alle hat. Ey, das ist so richtig schön. Das ist so. Das ist so wieder. Diese Computer Map war nicht da, um einem zu helfen, sondern garantiert, um einen zum Lachen zu halten. So nach dem Motto: Ja, jetzt, wo du alle Dinger gesehen hast, jetzt können wir dir auch helfen, ne? Richtig Arschloch-Move hier, Alter. Ist ja hier. Ne? Ist ja hier schon ein bisschen illegal. Naja. Naja. Trotzdem eine geile Map. Einfach echt hammerhart. Hopp. So. Voller Mut wieder aktiviert hier. So, jetzt haben wir die gelbe Karte. Jetzt können wir also diese gelben Secrets alle machen. Ach ja, hier haben sich ja schon wieder Monster versammelt. Oh Gott. Guckt euch das an. Wow! Hilfe! Ich werde hier belagert. So, hier. Ach nee, die gelbe Tür war da unten. Da muss ich erstmal runter. Ach komm hier, spring, geh schneller. Jetzt nach da, jetzt nach da, jetzt nach da. What the heck? Nein, nein! Was zur Hölle war das? Ich fühle mich dreckig. Ich ertrag. Hä? Geht doch. Alter, wie lange braucht ihr, um runterzufallen? Nein, Mann. Die Waffe wollte ich.
Was? Hätte. Oh, Alter. Stirb halt. Oh, du auch. Weg mit dir. Oh, Hand ran bitte. Alle schön nacheinander. Hallo. Halli, hallo. Einmal sterben gratis. Gibt der Eiskalt, mach ich Klopf nicht. Danke. Nein, doch, halt mal. Das da, danke. So. Die Frage ist. Nee, wisst ihr was? Ich gehe erstmal bei der anderen Welttür rein. Scheint mir doch gesünder zu sein. Hallo, Motherfucker! Ein großer Raum mit großer Tür. Hä? Die man nicht aufbekommt? Ah! Oh. Ach, das ist doch das ist genau der Raum, wo ich gerade rein teleportiert wurde. Okay. Das ist Walla Happy Bibi nicht nett. Ich muss mich direkt unter die Tür. Oh, du Scheiße! Mami! Are you fucking kidding me? I will eat your fucking. Oh Gott, gleich. Oh. Ja, das Nachladen der Waffe dauert doch länger als ich dachte. Mist. Aber ich hab doch nicht den Blonky. Ach lol. Was zur Hölle? Nee, 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 also, das war das von mir. Also, nochmal. Wenn wir reingehen, kommen wir hier raus. Wenn wir draußen sind, müssen wir gegenüber den Schalter drücken, damit sich diese Tür hier unten öffnet. Wer kommt auf die Idee? Und hier ist auch nochmal ein. Hä? Ach, das ist schon Illustration für die nächste Map. Die geht garantiert genauso los. Oder auch nicht? Warum ist hier nochmal ein gelber Skull? Wir haben doch bereits einen gelben Skull. Doch, sag ich doch. Genauso beginnt nämlich die nächste Map. Dann ist es als, ja. Ne? Ist ja das, was ich letztens angesprochen hatte. Dass man versucht, dass die eine Map fließend in die nächste Map übergeht. Und genau das haben die hier halt auch gemacht. So, das heißt, wir ignorieren mal einfach die ganzen Monster, die da sind. Leveln uns jetzt einfach selber ein bisschen hoch, also was Munition angeht und so. Hier vorne war noch ein Backpack. Hoffentlich auch noch ein Healthpack. So. Ach so, siehst du? Scheiße. Eben, die Monster haben garantiert nur deswegen nicht auf uns reagiert, weil wir unsichtbar waren. Kann das sein? Das heißt, wenn ich jetzt so reinspringen würde, würden sie uns sofort attackieren. Ja. Oh Gott, Alter. Brrr. I'm fucking dead. Gut, dann muss ich doch also erstmal sie erledigen hier. Thank you.
Oder auch nicht. Geil. So, wo war jetzt die ganze Boni? Also hier, ich dachte auch noch Teleporter. Sag ich doch, da ist was hinter. Seht ihr? Da hat sich jetzt was geöffnet. Ah, schau mal an. Gibt es ein Secret? Nee, ne? Nö. Man kommt doch nicht mehr zurück, halt, also ich muss jetzt hier runter. Hopp. Okay, hätten wir das auch geklärt? Wo waren jetzt die Geheimnisse? Die waren doch alle hier hinter, oder? Und jetzt einfach hier mal durchrennen. So, genau, hier war die Rüstung. Jetzt wäre nochmal die Frage, hier haben wir nochmal Unsichtbarkeit, die wird uns gleich helfen. Die andere Frage ist, wo war die blaue Perle? Wo war die... Ach, da hinten! Genau, 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 da hinten. Das heißt einmal, ja, damit wir quasi den perfekten Abschluss haben, bereite ich das hier alles vor. Falscher Raum. Genau, wir, genau, ah genau, das war das hier, wo wir hinten lang mussten. So, das haben wir jetzt die Unsichtbarkeitskacke da. Invisibility. Und kann damit dann quasi einfach durch das Enddingsterbumster, damit die ganzen Viecher, die da rumlungern, quasi einfach durchrennen. Okay. Geronimo! Wuhu, bin so aufgeregt. Volle Waffen, volles Magazin. Alles soweit fertig. Gut, außer bei der Plasmamunition, da haben wir nicht alles voll, aber da gibt es in der Map wahrscheinlich auch nichts. Ein Level zu beenden war noch nie so einfach. Geil! Nee, weil ich meine, die ganzen Gegner dazu besiegen wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Ich meine, mit den beiden Spider-Masterminds wäre auch kein Problem gewesen. Aber die dieser rote Typ wieder, dieser... Nee, Hellnet ist der graue. Wer ist denn der rote? Mother of Doom. Nein. Ja, der... Auf den hätte ich keinen Bock gehabt, weil da hätten wir wieder zig Munition verbrauchen müssen. Ja, von daher. Einfach durchrennen, macht doch mehr Spaß. Einfach mal Gegner auslachen. Ja. Na gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V, dann sehen wir uns dann nachher zu Clicker Heroes wieder, beziehungsweise morgen für die, die Clicker Heroes nicht gucken, denn zu bla 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 Extermination Day. Ansonsten machen wir jetzt noch mal einen kleinen Test, und zwar, also alle die das nicht machen wollen, können jetzt wegschalten. Ich mache jetzt noch mal einen Test, und zwar lade ich diese Map jetzt noch mal in Vanilla Doom. Und guck, ob da diese Fehler, dass man in den Boden reinfällt, auch entstehen. ID Clef 1.0 ID EQD ID FA sollte reichen. In Vanilla Doom sieht das Ganze ja noch viel besser aus. Also, nicht besser, aber dadurch, dass es so pixelig ist, wirkt das viel... Ne, wenn man jetzt so etwas... Ich weiß nicht, wann Doom Eternal rauskam. Auf jeden Fall weit vor 2000. Aber wenn man das so damals so gespielt hätte... Digga, für die Zeit, ne, Doom Eternal, echt... vor allem, wie gesagt, man sieht ja, es ist Vanilla-kompatibel. Also, das ist krass, das ist geil. Thank you.
Okay, ich hätte wohl also doch einen Bug direkt in GZ um zu sein, weil hier passiert sowas nicht. Gut, dann probieren wir das fast nochmal in GZ Doom, aber. Ja, genau, ohne Brutal Doom. Aber ich glaube mal, der Fehler dürfte jetzt immer noch auftreten, weil Brutal Doom verändert ja an sich nicht die Map. Das heißt, die Map dürfte die gleiche. Also, das wie die Map verarbeitet wird, dürfte das gleiche sein. Überhaupt nicht lang. Also es ist auch, wenn man mit GTA Doom Vanilla spielt, die Frage ist aber echt, woher das kommt. Gut, dann machen wir mal etwas. Ja, komm. Slate, natürlich bitte ohne Fehlparameter und einfach nur direkt den Namen. Gucken wir mal, ob da irgendwas ist, was GTA Doom veranlasst, da quer zu schlagen. Ich meine, wir könnten es jetzt auch nochmal mit PR Boom versuchen. Also quasi eine der ersten größer bekannten hochauflösenden Ports von Doom, ne? Aber wir gucken erstmal, ob wir hier direkt was Auffälliges finden. Map 9, müsste Map 10 gleich kommen. Da, Map 10. Oder wir machen mal hier mit. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt eigentlich dürfte das an der Map nichts ändern. So. Hier ist gar nichts. Momentchen mal. Das wär zu krank. Wir haben ja hier diese Kanten, ne? Und außer dieser Kante ist hier nichts. Das Problem ist, man selber hat eine Größe, die ungefähr 32 oder 4 oder so ist. Das heißt, wenn man jetzt praktisch sich hier hinstellt, ist man selber genau auf dieser Kante. Der hier ist auch genau auf dieser Kante. Kann es sein, dass es bestimmte Positionen gibt, zum Beispiel auf dieser Kante hier, dass wenn man genau auf der Kante drinne steht, geht es irgendwie komplett abkackt? Wenn ja, wäre die Frage, ob das ein neuer Fehler ist. Ja. Das heißt, wir probieren das Ganze, was wir gerade probiert haben, nochmal mit der alten Version von GZ Doom. Ich habe ja noch die alte da für Kompatibilitätsprobleme. Quasi genau für solche Fälle. Ich weiß gar nicht mehr, welche Version das ist, aber es dürfte auf jeden Fall eine 3.7er oder so. Ja genau, 3.702. Also wesentlich älter als die, die wir sonst gerade gespielt haben.
Das, warum ich hier gerade so schnell hin und her slider, ist gar nicht, weil ich gerade die Speed-Taste gedrückt habe, sondern weil hier dieser Wall-Warning-Hack auftritt. Nicht Hack, sondern Glitch. Dass man praktisch, wenn man an bestimmt orientierten Wänden ist und man sich da langlaufenderweise bewegt, dass man dann beschleunigt wird. Tja, also das Problem gibt es tatsächlich auch schon in älteren Versionen. Ich dachte nämlich gerade, dass es daran liegt, dass das vielleicht. Diese Doom entwickelt sich ja auch weiter, ne? Und dass bei einer neueren Änderung, die jetzt reinkam, tatsächlich dieser Bug entstanden ist. Aber es ist tatsächlich auch schon bei älteren Versionen der Fall. Dann machen wir jetzt nochmal das Ganze mit PR-Boom. Natürlich der Plus-Variante, klar. Man merkt, je nachdem welcher Synthesizer man nutzt, klingt die Musik anders. Und das ist auch eine der Sachen, die früher so typisch war. Weil die Musik liegt ja nicht als Waveform vor, also es ist kein MP3-Song oder keine WAV-Datei, sondern es ist ein MIDI-Sound. Kennt vielleicht keine Sau mehr, aber MIDI war damals, das waren Dateien, da stand drinne, okay, jetzt spielt bitte dieses Instrument in dieser Oktave für die Länge mit der Lautstärke, mit dem Drall, mit sonst was. Heißt also Parameter, die immer die praktisch immer abgelaufen werden. Und wie das dann klingt, liegt daran, welcher Synthesizer genutzt wird. Und damals gab es halt verschiedene Synthesizer. Es gab halt die Synthesizer auf der Sound Blaster 16. Dann gab es noch richtig externe MIDI-Synthesizer, die man so als Geräte hatte. Da gab es zum Beispiel von Roland diverse. Und ja, je nachdem, welchen Synthesizer man hatte, klang die Musik, die im Spiel war, immer anders. Das war damals halt ganz witzig und hier auch klingt es halt jetzt anders, als man es von Gestetum gewohnt ist. Man kann hier tatsächlich sogar den Synthesizer auswählen. Also zumindest kann man das bei Gestetum, das weiß ich. Nee, hier kann man nicht. Okay. So, nein, ID Clare. Nicht. Und eine zurück. Oh, okay. Warum stocker? Leute, das hat extrem viele Mikro-Taktionen. Alter, merkt ihr das? Wow. Hier sind extrem viele Mikro-Ruckler drin. Das springt richtig, wenn ich hier lang laufe. Was ist denn hier los? Okay, heißt also bei PR-Boom tritt dieser Fehler tatsächlich nicht auf. So. Die Frage ist, wenn das nur in GZ-Boom auftritt und auch nur, wenn ich an dieser Kante da bin, gibt es da noch andere Stellen, wo sowas funktionieren könnte? Müsste man mal ausprobieren. Aber ist auf jeden Fall echt interessant. Also der Fehler war definitiv nicht in Doom Eternal drin, also in der P-Wort, sondern die ist komplett sauber.
Das heißt also, der Fehler liegt tatsächlich daran, wie GZ Doom, also halt an GZ Doom und nicht an der Datei. Oder in der Datei ist irgendetwas, das GZ Doom dazu veranlasst, so rumzuspringen. Das kann natürlich auch sein. Wir haben auch gerade gesehen, bei PR Boom springt extrem, das kenne ich von PR Boom auch nicht. Okay, die erste Map springt auch. Okay, PR Boom ist kaputt. Warum springt ein PR Boom so auf einmal so? Gibt's eine Aufnahme? Keine Ahnung. Ja, gute Frage. Nee, wie gesagt, auf jeden Fall ist halt ein GZ-Doom. Interessant. Tatsächlich interessant. Na gut. Ja, dann war's auch damit. Dann würde ich mal sagen, für alle die halt bis jetzt immer noch geguckt haben, ne? Wenn ihr Doom Eternal spielt mit GZ-Doom oder allgemein P-Wort mit GZ-Doom, macht euch auf Spaß gefasst. In dem Sinne, jetzt endlich tatsächlich komplett für alle. Schau mit V und dann sehen wir uns morgen zu Doom Eternal. Nein, zu Doom Extermination Days, beziehungsweise heute dann zu Clicker Heroes wieder. Schau.